Okay, so the topic is to be at home with God, you know. Und das Thema ist, zu Hause zu sein mit Gott. But the fact is, we don't see God here in the world, right? Aber die Tatsache ist, dass wir Gott hier in der Welt nicht sehen. None of our five senses takes us closer to God. Keiner unserer fünf Sinne bringt uns näher zu Gott. So where is God? So, wo ist Gott? Where is it that I should be at home with God? Und wo ist es, dass ich zu Hause sein sollte mit Gott? Obviously, we're in a place where God isn't. Offensichtlich sind wir an einem Ort, wo Gott nicht ist. This is purposeful. Und das ist absichtsvoll. It's made to seem that God is dead. Dieser Platz wurde gemacht, damit es so aussieht, als ob Gott tot wäre. It's made to prove that love cannot be real. Es wurde gemacht, um zu beweisen, dass Liebe nicht wirklich sein kann. At best, we think love is between two bodies or two family members. Und im besten Fall denken wir, dass Liebe zwischen zwei Körpern passiert oder zwischen Familienmitgliedern. And friendships and with animals. Oder mit Freundschaften oder mit Tieren. But it's never with everyone and all the time. Aber es geht niemals mit allen und die ganze Zeit. Yet this is what true spirituality is. Und doch ist das genau das, was wahre Spiritualität ist. So what do we do with these two things? Like we have the world and we have God. Also was machen wir mit diesen zwei Sachen? Auf der einen Seite haben wir die Welt und auf der anderen Seite haben wir Gott. One represents pain, time and bodies. Das eine repräsentiert Schmerz, Zeit und Körper. One represents limitlessness, that is not bodies, eternity and love. Und das andere repräsentiert Grenzenlosigkeit, die nicht vom Körper ist, Liebe und Ewigkeit. So, what do we do? We are stuck in the middle, you could say. Und was tun wir? Wir stecken in der Mitte fest, könnte man sagen. There are spiritualities, and even in A Course in Miracles, sometimes we try to put the God thing into the world thing. Und es gibt verschiedene spirituelle Richtungen, die Gott in die Welt ziehen wollen. Und das passiert auch innerhalb des Kurses, also And in der Anwendung des Kurses, nicht im Kurs selbst. there are ancient spiritual teachings that totally deny the world and just go to God. Und es gibt alte spirituelle Lehren, die Welt völlig leugnen und nur zu Gott gehen. And they destroy their bodies in the meantime. Und sie zerstören ihre Körper in der Zwischenzeit. Now, what makes one of the things that makes A Course in Miracles unique Und eine Sache, die den Kurs in Wundern einzigartig macht, is that it doesn't say you should just go to God and love should be there. und es sagt nicht einfach, du solltest einfach nur zu Gott gehen und die Liebe sollte einfach da sein. It teaches us how to be in the world, but not of the world. Der Kurs lehrt uns, wie wir in der Welt sein können, aber nicht von der Welt. Because the real world is not the manifested world. Weil die wirkliche Welt ist nicht die manifestierte Welt. It's our psychological world. Es ist unsere psychologische Welt. That's why we make the world meaningful, because it means something to us. Deshalb, das ist der Grund, warum wir die Welt bedeutungsvoll machen, weil sie für uns etwas bedeutet. But we make the world meaningful because we think our specialness is meaningful. Aber wir machen die Be Welt deshalb bedeutungsvoll, weil wir denken, unsere Besonderheit ist bedeutungsvoll. Strictly speaking, Und streng genommen, if we would only make the love of God meaningful, wenn wir nur die Liebe Gottes bedeutungsvoll machen würden, the world wouldn't be meaningful.
dann to wäre us. die Welt überhaupt nicht bedeutungsvoll für uns. But we're in the middle, right? Aber wir sind in der Mitte tatsächlich. So we should embrace how we have made the world meaningful and slowly translate it to the Holy Spirit's perception. Also wir sollten akzeptieren, wie wir die Welt bedeutungsvoll für uns gemacht haben und Schritt für Schritt übergehen in die Wahrnehmung des Heiligen Geistes. But to hold Jesus's hand, Aber Jesus Hand zu halten, we have to see how we hold on to the ego's hand. um Jesus Hand zu halten, müssen wir sehen, dass wir jetzt im Moment das Ego Hand halten. The course says that the world is a propaganda for itself. Der Kurs sagt, dass die Welt eine Propaganda für sich selbst ist. This means that we can hold ego's hand and still ask Jesus for help. And think we're doing the right thing. Und das bedeutet, dass wir das Ego Hand halten können, Jesus um Hilfe bitten können und trotzdem denken, dass wir das Richtige machen. We're saying, I'm a body and I know that my request to Jesus is right. Und wir sagen dann, ich bin ein Körper und ich weiß, dass meine Bitte an Jesus richtig so ist. So Jesus should come down to where I am and help me. Also Jesus sollte dann zu mir runterkommen, da wo ich bin und mir hier in der Welt helfen. But that is not the approach we can have. Aber das ist nicht der Ansatz, den wir haben sollten. The course says, seek not for love, but seek for the obstacles for love, Der of love. Kurs sagt, suche nicht nach Liebe, sondern suche nach den Hindernissen vor der Liebe. So we have to first see how we make our home with ego, with specialness. Deshalb müssen wir uns zuerst anschauen, wie wir uns beim Ego zu Hause machen, mit unserer Besonderheit. And then when we recognize the cost of that, Und wenn wir dann merken, wie hoch der Preis dafür ist, we will automatically drop the ego's hand. dann werden wir automatisch die Hand des Egos loslassen. And then God's hand will be there immediately. Und dann wird Gottes Hand sofort da sein. But we can't hold on to both at the same time. It doesn't work like that. Aber wir können nicht beide Hände zur gleichen Zeit festhalten. So funktioniert das nicht. So every time we say we want God, but we still suffer, it means we're holding on to both of them. Und jedes Mal, wenn wir sagen, dass wir Gott wirklich wollen und wir trotzdem leiden, dann heißt es, dass wir beide Hände gleichzeitig halten. So it's better to just see how we hold to the ego and drop that hand. Und deshalb ist es besser, einfach nur zu sehen, wie wir uns das Ego festhalten und dann diese Hand loszulassen. This is not popular. Das ist nicht besonders populär. This is not necessarily a fun spiritual path to, go into. And what I'm saying is not that fun. Also das ist nicht unbedingt ein besonders lustiger, spaßiger Weg. Das, was ich sage, ist nicht immer spaßig. But why else is Jesus taking so much time in describing the ego? Aber warum sonst nimmt sich Jesus im Kurs so viel Zeit, das Ego zu beschreiben? It's because we have to see the ego and respect the ego. Das liegt daran, dass wir das Ego sehen müssen und respektieren müssen, Because behind the ego, there is the love. weil hinter dem Ego die Liebe ist. So, the world is there to distract us from the ego thought system. Die Welt ist dazu da, uns abzulenken vom Ego-Denksystem. And the ego thought system is there to distract us from the Holy Spirit's thought system. Und das Denksystem des Egos ist dazu da, uns vom Denksystem des Heiligen Geistes abzulenken. It's very important to see that because that means we have two actual problems. Und es ist sehr wichtig, das zu sehen, weil wir haben tatsächlich zwei Probleme. The first one is, Das erste ist, do we make the world real or the ego thought system real? machen wir die Welt wirklich oder das Ego-Denksystem wirklich? And the second problem is, Und das zweite Problem ist, do we make the ego thought system real or the Holy Spirit thought system real?
machen wir die Ego, das Ego-Denksystem war oder das Denksystem des Heiligen Geistes war. But it goes this way from the world and then to the thought systems. Aber es geht auf diesem Weg von der Welt aus zu den Denksystemen. That's why the first step of forgiveness is to withdraw the projection from the world, from people. Und deshalb ist der erste Schritt bei der Vergebung, die Projektion von der Welt, von den Leuten draußen zurückzunehmen zu sich selbst. And then we are at the level of mind, at the second step. Und dann sind wir auf der Ebene des Geistes. Das ist der zweite Schritt. It's here we go from the ego thought system to the Holy Spirit thought system. Und in diesem zweiten Schritt gehen wir vom Ego-Denksystem zum Denksystem des Heiligen Geistes. It's when we see that even our own guilt is not real. Und dann sehen wir, dass noch nicht mal unsere eigene Schuld wirklich ist. But please, why I'm saying all of this is to say, respect this path. It has to go that way. Und warum ich das alles sage, ist, respektiere diesen Weg. Er muss auf diese Weise sein. It's very important to have that right attitude. Es ist sehr wichtig, dazu die richtige Haltung zu haben. I know that there are course lessons that are very positive and very much about love and getting love immediately. Und ich weiß, es gibt Kurslektionen, die sind wunderschön und beschreiben, wie wir Liebe bekommen können, sofort. And it's very alluring to jump to those workbook lessons. Und es ist sehr verführerisch, zu diesen Übungsbuchlektionen hinzuspringen. But the workbook lessons are not affirmations. Aber die Übungsbuchlektionen sind keine Affirmationen. It's not meant to cover over the ego and say just choose love. Es bedeutet nicht, das Ego einfach zuzudecken und zu sagen, wähle einfach die Liebe. It's meant to increase our awareness of the Holy Spirit's thought system. Es ist dazu gedacht, dass unser Gewahrsein des Denksystems des Heiligen Geistes erhöht wird. But it's also meant that we see how far away we are from that love. Aber es ist auch dazu gedacht, dass wir sehen, wie weit weg wir von dieser Liebe sind. So to get home to God, to restore our awareness that we are home with God already. Und um unser Gewahrsein wieder zu erlangen, dass wir jetzt schon zu Hause bei Gott sind. We have to emphasize the Holy Spirit's love. Deshalb müssen wir die Liebe des Heiligen Geistes betonen. Because it's with that love that we can dare to look at the ego and call it nothing. Denn nur mit dieser Liebe können wir den Mut aufbringen, uns das Ego anzuschauen und als letztendlich als nichts zu bezeichnen. Oder zu erkennen. But do you see, we have the two things. We have to undo the ego and look at the ego. Und wir müssen das Ego aufheben lassen und uns das Ego anschauen. That is the real work. Das ist die wirkliche Arbeit. But we also need to have experiences of the Holy Spirit to just translate that first. Und wir müssen uns auch des Heiligen Geistes gewahr sein. To sort of know how far away we are from love and how it feels to be with the ego. I didn't get the thought. Just try to. Like we have to see the difference between how it feels to be with the ego and how it feels to be with the Holy Spirit. And that contrasting experience makes us motivated. Und wir müssen den Kontrast wahrnehmen, wenn wir einerseits mit dem Ego denken und andererseits mit dem Heiligen Geist denken. Und das wird uns motivieren, mehr mit dem Heiligen Geist zu denken. So that's why when we are feeling bad, it's not bad, it's not that we are bad or failing in our spiritual practice. Und wenn wir uns schlecht fühlen heißt das nicht, dass wir irgendwas falsch machen oder dass wir uns in unserer spirituellen Praxis versagen. It's the opposite. It's a good thing because you can come close to undoing guilt. Und im Gegenteil, das ist eine gute Sache, weil du dem näher kommst, wo du die Schuld aufheben lassen kannst.
But it's very important at those moments that you remember the love. Aber in den Momenten ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich an die Liebe erinnerst. You remember to smile at the condemnation of yourself or others. Du erinnerst dich daran zu lächeln im Angesicht der Verurteilung von dir selbst oder anderen. With the Holy Spirit's love beside you. Mit der Liebe des Heiligen Geistes mit dir. And when you have grown aware that you can smile at anything. Und wenn du immer mehr da reingewachsen bist, dass du allem zulächeln kannst, Then you won't be surprised by whatever the ego shows up, take comes, whatever comes up. und dann wirst du über nichts überrascht sein, was jetzt das Ego aufsteigen lässt. But when the ego comes up and you make it into a thing, Aber wenn das Ego aufsteigt und du daraus eine Sache machst, then you're saying that the Holy Spirit smile is not enough. dann sagst du, dass das Lächeln des Heiligen Geistes nicht genug ist. Then you're saying love is not what it's all about. Und dann sagst du, Liebe ist nicht alles, worum es überhaupt geht. Then you're saying love is not what I need. Dann sagst du, Liebe ist nicht das, was ich brauche. If you can smile at the ego, Wenn du über das Ego lächeln kannst, what kind of problems do you have? wo hast du dann noch ein Problem? Let the ego do whatever it does. Lass das Ego einfach tun, was auch immer es tut. Just smile at it. Lächle einfach über das Ego. You are already home with God. Du bist jetzt schon zu Hause bei Gott. So who is the you who is having ego attacks? Wer also ist dieses Du, das Ego-Attacken hat? The ego is not real. Das Ego ist nicht wirklich. The dream figure is a dream figure. Die Traumfigur ist einfach eine Traumfigur. So why blame yourself for having ego thoughts? Also warum solltest du dir vorwerfen, dass du Ego-Gedanken hast? Because there is no you who have ego thoughts. Weil es gibt gar kein Du, das Ego-Gedanken hat. That's why you can afford to smile. Und das ist der Grund, warum du darüber lächeln kannst. So what is our problem? This is the gentlest path we can walk through. Also, was ist unser Problem? Das ist der sanfteste Weg, den wir gehen können. All I have to do is learn how to smile. Alles, was wir tun müssen, ist zu lernen, wie wir lächeln können. And keep looking at the ego. Und dabei zu bleiben, uns das Ego anzuschauen. And once again, I can afford to look at it because it is not real. Und ich kann deshalb den Mut haben, mir das Ego anzuschauen, weil es nicht wirklich ist. It's lying. Es ist eine Lüge. But I have to respect how much I believe and use the ego thought system. Aber ich muss anerkennen, wie sehr ich an das Ego-Denksystem glaube und es benutze. I want to use the pain that the world gives me witnesses to. Und ich möchte diesen Schmerz benutzen, den mir die Welt bezeugt. So I can point an accusing finger at someone. Und so kann ich mit meinem anklagenden Finger auf irgendjemand zeigen. Of course I'm anxious. You make me anxious. Natürlich habe ich Angst. Du machst mir Angst. I want God, but then there is you who creates this anxiety in me. Ich möchte natürlich Gott, aber dann kommst du und bewirkst diese Angst in mir. Once again, we're backtracking to the beginning. What is real, the world or God? Und wir kommen wieder zum Anfang zurück. Was ist wirklich? We Die Welt oder Gott? use our pain. So we can accuse people. Wir nutzen unseren Schmerz dazu, dass wir Leute anklagen können. So to come to God, Also um zu Gott zu kommen, it means we have to drop all our notions of pain and suffering. Um zu Gott zu kommen, müssen wir all unsere Anziehung von Schmerz und Leiden, aufgeben. Pain is there to reinforce that you are a body. Der Schmerz ist dazu da, zu bestätigen, dass du ein Körper bist. But the real pain is the pain of accusing yourself and others.
Aber der wirkliche Schmerz liegt darin, dich selbst und andere zu beschuldigen. The moment you withdraw the accusation, In dem Moment, wo du die Anklage zurücknimmst, that story of suffering goes away. dann hört die Geschichte des Leidens auf. Even the suffering goes away. Sogar das Leiden selbst hört auf. But it starts with the thoughts. Aber es fängt an mit den Gedanken. Or to be more precise, what you, how much you believe in the thoughts. Oder um genauer zu sein, es hängt davon ab, wie sehr du an diese Gedanken glaubst. Okay. I want to open it up for questions. Okay, ich möchte jetzt eröffnen für Fragen. And please help me out if you notice anybody have a question. Und helft mir bitte zu registrieren, wenn irgendjemand eine Frage hat, zu bemerken. You can just unmute and ask the question if you have Du one. kannst dich einfach laut schalten und deine Frage fragen. Hello, my name is Andrea and I'm so thankful for your talk. My Hallo, mein question is, Name ist Andrea und ich bin so dankbar für das, was du gesagt hast. if I understand you right, Wenn ich dich richtig verstehe, I can concentrate on recognizing whether I'm in peace or whether I'm not in peace. also wenn ich dich richtig verstehe, kann ich mich darauf konzentrieren, ob ich im Frieden bin oder ob ich nicht im Frieden bin. And anytime I'm not at peace, I Und can be jedes sure Mal, it's peace. okay. Ja, jedes Mal, wenn ich merke, ich bin nicht im Frieden, denke ich, es ist das Ego-Denksystem. So, anytime I'm not in peace, I close my eyes and I ask the Holy Spirit to show me, to correct me, that I oh, is this right? Und jedes Mal, wenn ich nicht im Frieden bin, schließe ich die Augen und bitte den Heiligen Geist, mich zu korrigieren. Ist das, wie ich vorgehen sollte? Yeah, I think so. If I understand you correctly, yeah. Also, wenn ich denke ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. So you notice when you lose your peace, as you said. Also, du stellst fest, wenn du deinen Frieden verlierst, wie du das gesagt hast. And then you say, I must have chosen the ego and I'm afraid of love. Und dann sagst du dir, oh, ich muss das Ego gewählt haben und Angst haben vor der Liebe. But the miracle establishes Aber das Wunder bestätigt, that you know I can make a different choice. dass ich eine andere Wahl treffen kann. And I don't like how I feel when I choose the ego. Und ich mag es nicht, wie ich mich fühle, wenn ich das Ego wähle. This means I know why I chose the ego. Das bedeutet, dass ich weiß, warum ich das Ego gewählt habe. My fear of love. Meine Angst vor der Liebe. Because then I disappear. Weil dann verschwinde ich, dann löse ich mich auf. I recognize the cost of being with the ego. Ich stelle fest, was für einen hohen Preis es kostet, das Ego zu wählen. Which is that I suffer. Der Preis ist, dass ich leide. And trust me, people can suffer and still not say it's worth it to feel better. I mean, it's amazing. We all do it. Und es ist erstaunlich, wir Menschen können leiden und trotzdem diesen anderen Weg nicht wählen, wo wir uns besser fühlen würden. Wir tun das alle. But this is very important. The third step is we can say we can choose differently, but it doesn't mean that we have to choose differently. Und der dritte Schritt ist, dass wir sagen, wir können anders wählen, aber das heißt nicht, dass wir anders wählen müssen. We have to be free to stay with the ego. Wir müssen frei bleiben, auch mit dem Ego bleiben zu können. If we make it in like we have to choose the Holy Spirit, Also wenn wir daraus machen, wir müssen den Heiligen Geist wählen, then we're saying that the ego is real. dann sagen wir, dass das Ego wirklich ist.
And we would only say that if we are afraid that the ego is, has actually some truth in it. Und das würden wir nur dann sagen, wenn wir Angst haben, dass das Ego wirklich irgendwelche Wahrheit in sich haben könnte. So you know that you choose the Holy Spirit Und du weißt, dass du den Heiligen Geist gewählt hast. when you can let the ego be at this, as it is. Wenn du das Ego einfach so sein lassen kannst, wie es ist. And you can even be afraid of the ego to a degree. Und du kannst sogar zu einem gewissen Grad Angst haben vor dem Ego. But somehow you still look at it without judgment. Aber auf irgendeine Weise schaffst du es trotzdem, das Ego ohne Verurteilung anzuschauen. And when you do it long enough, Und wenn du das lange genug tust, you can smile at it. kannst du über es lächeln. Maybe not immediately, but after some time, when you just keep on looking without judgment. Vielleicht nicht sofort, aber nach einiger Zeit, wenn du da einfach dabei bleibst, es ohne Verurteilung anzuschauen. And in this process, it's very important to be kind to yourself. Und in diesem Prozess ist es sehr wichtig, freundlich zu dir selbst zu sein And not make the ego real. und das Ego nicht wirklich zu machen. Thank you for your question. I see Tamara has her hand up. Danke für deine Frage. Ich sehe, dass Tamara ihre Hand gehoben hat. Ja, danke schön. Meine Frage ist Zusammenhang mit dem Satz. My question is in is together with a certain sentence. Es gibt nichts zu tun. There's nothing to do, or you have to not to do anything. I don't know how it's translated correctly. There's nothing to do, I think. Yeah, I need do nothing. Yeah. I need to do nothing, thank you. And procrastination. So how, why should I procrastinate if there is nothing I need to be done? Thank you. Und warum sollte ich das vor mir herschieben, wenn es nichts zu tun gibt? Okay, this is a big question. Das ist eine große Frage. Because I need do nothing has three meanings. Weil ich brauche nichts zu tun, hat drei Bedeutungen. There is an I that needs to do nothing. Es gibt ein Ich, das nichts tun muss. Who is this I? Wer ist dieses Ich? And I mean, it's a very, very big question, but I will say you want it in the context of procrastination, right? To make it shorter, right? I see you nodding your head. Okay, es ist Okay. eine große Frage, aber du möchtest das Wissen im Zusammenhang mit Prokrastination, also Dinge vor sich herschieben. Deshalb mache ich das auf den Punkt. Okay. So procrastination says you need to do something, right? Prokrastination sagt, du musst jetzt etwas tun. That's pressure. Das ist Druck. It says that you should do something to feel the love. Das sagt, dass du etwas tun solltest, um die Liebe zu fühlen. Even though the fact is that if you take do what you do, it itself is an act of love. Und es ist Tatsache, dass wenn du tust, was du tust, dass das eine Tat der Liebe ist. But that's not relevant for this discussion. The point, the thing is that Aber it's das ist nicht relevant für diese Diskussion. Der Punkt ist, because it says you need the world to feel better. weil es sagt, du brauchst die Welt, um dich besser zu fühlen. And here we have the course that says you don't even need to do anything to have the love. Und dann haben wir jetzt hier den Kurs, der sagt, du brauchst überhaupt nichts zu tun, um diese Liebe zu fühlen. So we procrastinate Wir prokrastinieren. because we put our value in it, in doing things. Weil wir unseren Wert da reinlegen, Dinge zu tun. And then there comes a resistance to have the energy to do the things. Und dann kommt der Widerstand dagegen auf, dass man diese Dinge halt tun muss. Of course, there's a resistance because then we assume that love is outside of us. Und natürlich kommt es zu einem Widerstand, weil wir dann glauben, dass die Liebe außerhalb von uns ist. So it's very good to say,
to come back to being kind to yourself. Und es ist sehr gut, dazu zurückzukommen, freundlich zu dir selbst zu sein. But you have to let go of the idea that you have to get it done. Und du musst die Idee loslassen, dass du irgendetwas getan kriegen musst. You have to prioritize yourself first. Du musst dich selbst priorisieren, an erste Stelle stellen. Because that self-abuse, Weil der Selbstmissbrauch, that you need to do something, dass du etwas tun musst, will have you act without any energy or without any inspiration. wenn du das glaubst, wirst du ohne Energie und ohne Inspiration handeln. So, and don't think that you won't do anything when you actually do this. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass du überhaupt nichts mehr tust, wenn du auf diese Art und Weise lebst. The fact is, you will be very effective when you do this. Im Gegenteil, du wirst sehr effektiv sein, wenn du so lebst. But here comes the second meaning to that sentence, I need do nothing. It's the second meaning of three meanings. Und hier kommt die zweite Bedeutung dieses Satzes, ich brauche nichts zu tun. Es ist die zweite von drei Bedeutungen. I need do nothing. That's the key word. One of the key words is need. Und ich brauche nichts zu tun. Eins der Schlüsselworte ist brauchen. And that pressure we get from procrastination says we need do something. Und dieser Druck, den wir spüren, wenn wir prokrastinieren, sagt uns, ich brauche etwas zu tun. Ich muss etwas tun. You know, when we die, we don't want to say, I did a lot of things. We want to say, I forgave a lot of things. Und wenn wir mal sterben, wollen wir nicht sagen, ich habe eine Menge Sachen gemacht. Wir wollen sagen, ich habe eine Menge Sachen vergeben. And trust me, Tamara, I struggled a lot of years with this, and yeah. Und vertrau mir, Tamara, ich habe viele Jahre damit gekämpft. And every time I completely let go of the idea of struggling, Und jedes Mal, wenn ich vollständig diese Idee losgelassen habe, dass ich kämpfe, at the exact moment, im exakt gleichen Moment, I got the energy to do even more than I wanted to do. da habe ich plötzlich die Energie bekommen, sogar mehr zu tun als das, was ich ursprünglich tun wollte. But I have to learn to be kind to myself first. Aber ich muss zuerst lernen, freundlich zu mir selbst zu sein. And that could be that you take a walk in the forest, or it can even be I will try to not do anything, not to have the pressure today. Und das kann alle möglichen Formen annehmen. Vielleicht gehst du im Wald spazieren oder du sagst dir einfach, heute brauche ich überhaupt nichts zu tun. And you know, procrastination has also to do with guilt, because it says that we're worthless enough to take care of our happiness, do the things that will make us happy. Und Prokrastination hat auch die Bedeutung, dass wir wertlos sind, dass wir es nicht wert sind, die Dinge zu tun, die uns glücklich machen würden. But once again, that cannot come with that pressure of I need do something. No, you don't. Aber all das kann nicht kommen mit dem Druck von, ich muss etwas tun. Nein, du musst nichts tun. Always take the mind, look at the thought system where you're coming from before you make anything of the world important. Und schau dir immer den Geist an. Schau dir an, von welchem Denksystem du kommst. Mach nicht die Welt bedeutungsvoll. Then the world will be very easy to make the decisions and all of that. Und dann wird es sehr leicht sein, in Bezug auf die Welt Entscheidungen zu treffen und all das. But if you make it the opposite, the world first, that's not good. Aber wenn du zuerst der Welt Bedeutung gibst und dich darum kümmerst, das ist nicht gut. Even now, Tamara, you are not in a Zoom meeting with 46 people. Und sogar jetzt, Tamara, bist du nicht in einem Zoom-Meeting mit 46 Leuten. You're in your mind with 46 different symbols of love.
Du bist in deinem Geist mit 46 verschiedenen Symbolen der Liebe. Always see the relationship in the mind. Don't see the relationship in the world. Sieh immer die Beziehung im Geist, sieh niemals die Beziehung in der Welt. If it's in the world, you won't see that it's all your own judgments. Wenn du sie es in der Welt siehst, wirst du nicht sehen, dass es alles nur deine eigenen Urteile sind. When you take all the relationships in your mind Wenn du all diese Beziehungen in deinem Geist nimmst and remember that there is no world, und dich daran erinnerst, dass es keine Welt gibt, then you see that all the pain must come from the mind. dann siehst du, dass aller Schmerz vom Geist kommen muss. You're only ever experiencing your own energy. Erfährst die ganze Zeit nur deine eigene Energie. I don't mean energy in form in f terms of the world. I mean energy in terms of what thought system you're in. Und ich mit der Energie meine ich nicht Energie in den Begriffen der Welt, sondern Energie im Sinne von, in welchem Denksystem befindest du dich? Yeah, I will let another question come in, but thank you so much. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Frage, aber vielen Dank. Hakim, guten Abend. Yeah. Oh, I see you, Thorsten. Hi. Hi. I ask in German, it's for me easier, okay? Yeah, sure. Ich frage auf Deutsch, das ist für mich leichter. Eine oder die letzte Angst, die wir anscheinend zu überwinden haben, soll ja der Tod, der angebliche Tod sein, der physische Tod. The one of the last fears we have to overcome is said that it is the fear of death, körperlichem Tod. Ist das richtig? Genau, ja, richtig. The death of the body. Und na natürlich in dem Zusammenhang haben wir noch vielleicht die falsche Identifikation mit dem Körper. Aber worauf ich hinaus möchte, ist diese Angst, ja? Perhaps we have a false connection to the body, but the point I want to make is, Dass diese eingebildete Angst vor dem Tod ja eine Umkehrung der wahren Angst ist. Und das ist mir nicht immer geläufig. The point I want to make is that this imagined fear is what? The contrary? Kannst du es nochmal sagen? Dass diese eingebildete Angst vor dem Tod eine eigentliche Umkehrung der wahren Angst ist. That this imagined fear of the death of the body is it's behind that is another fear. I'm Ja. not really good in translating because I didn't get the point. Ich bin nicht. Okay. But Ja. I think, Thorsten, I might be able to jump in and you can tell me if you need to come in. Is that okay? Okay. Ich würde mal versuchen, jetzt schon zu Antworten reinzuspringen und dann kannst du mir sagen, ob das deine Frage beantwortet. And by the way, Thorsten, it's very nice to see you again. We shared a room in Germany and you were very kind to me. Genau, und ich freue mich, dass wir uns wieder treffen. Wir haben in Deutschland einen Raum, also ein Zimmer zusammengeteilt und du warst sehr freundlich zu mir. Okay, so we say that we are afraid of death. Also wir sagen, dass wir Angst vor dem Tod haben. But that's on the world level. Aber das ist auf der Ebene der Welt. But on the mind, the ego level, that's the second step, right? Aber auf der Level des Egos, das ist der zweite Schritt, We love death. lieben wir den Tod. Because it proves the ego thought system right. Weil er beweist, dass das Ego-Denksystem recht hat. And the more we think about death, Und je mehr wir über den Tod nachdenken, that shows that there is a purpose to it.
Das zeigt, dass es darin einen Zweck gibt. Do we think of death and say it can't be real because it doesn't coincide with the Holy Spirit's thought system? Sagen wir über den Tod, er kann nicht wirklich sein, weil er nicht in Übereinstimmung ist mit dem Denksystem des Heiligen Geistes? Or do we use it to say, oh, obviously I must be a body? Oder benutzen wir den Tod, um zu sagen, offensichtlich muss ich ein Körper sein? And the funny thing is that according to people who have died and come back, they say that even to die it's liberating because you see that you're not the body. Und Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die also gestorben sind sozusagen und wieder zurückgekommen ist, sie sagen, es ist eine unglaubliche Befreiung. But death is the same. You can use it, as I said earlier, with pain. Like anything that is fearful, it's the ego's witness to prove itself real. Und mit dem Tod kannst du es mit dem, was ich genau das Gleiche machen, was ich am Anfang zum Schmerz sage. Du kannst, all das wird vom Ego-Denksystem benutzt, um zu beweisen, dass das Ego-Denksystem wirklich ist. Anything that has the body as a center. Beware of it. Again? Anything that has the body as a center, is centered in what we do with it, anything that's centered around the body is not real. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, ist nicht wirklich. Even love, because real love is not about bodies. Sogar die Liebe, wirkliche Liebe hat nichts mit Körpern zu tun. Thorsten, does this sort of get to where you were going or not? Ja, Hat das für deine den Frage beantwortet oder nicht? der der hier den ersten Teil ist damit beantwortet. The first part of the question is answered. Aber der zweite Teil, und den hatte ich noch nicht ausgeführt. But there's a second part, which I haven't spoken about. Weil er für mich schwer zu sehen ist. Because it's for me difficult to see. Hinter der eingebildeten Angst vor dem Tod Behind the imagined fear of death. steht eigentlich die Angst vor Gott, vor der Liebe und vor dem wahren einen Selbst. Behind that fear of death is the fear of God. Of love and of the oneself. Und das präsent zu haben, das zu sehen, dass ich nicht Angst habe vor dem Tod, sondern dass ich Angst habe vor Gott, Liebe und in einem selbst. And for me, it's difficult to keep in mind and to really see that I'm not having fear from death, sondern I have in reality, fear of God, love and the oneself. Und dafür hätte ich gerne eine Brücke, eine Hilfe, damit ich weiß, ich kämpfe hier nicht gegen die Illusion Tod, sondern gegen die Illusion dass ich nicht von Gott bin, dass ich nicht die Liebe bin und dass ich nicht das eine Selbst bin. Das wäre ja viel einfacher für mich. And I would like help, like a bridge to be in contact with not, that I'm not having fear of death, but that I have fear of love, God and the oneself. How can I practically So the fear of death is the attraction to the ego thought system. Die Angst vor dem Tod ist die Anziehungskraft des Ego-Denksystems. How do we know this? Woher weiß ich das? Because it makes the ego real. Weil es das Ego wirklich macht. From a world level, if we see a beautiful body, Sogar aus weltlicher Sicht, wenn wir einen wunderschönen Körper sehen. and we think there's like something outside of us, Und wenn wir denken, da gibt es irgendwas außerhalb von uns, our attraction is not really to the body, it's to the ego thought system, because the ego thought system represents bodies. und unsere Anziehungskraft ist nicht wirklich, also das macht nicht wirklich der Körper, sondern in Wirklichkeit sind wir angezogen vom Ego-Denksystem, das die Körper macht.
See how we translate the world and come back to the mind, always like that. Und schau dir an, wie wir die Welt übersetzen und immer wieder zurück in den Geist kommen. Thorsten, you are beyond death and birth on the level of mind. Und du bist jenseits der Körper auf der Ebene des Geistes. In the world we won't be. In der Welt wird das nicht so sein. So you say if I have that fear of death, I'm obviously making the ego thought system real. Sag dir einfach, wenn ich diese Angst vor dem Tod habe, dann ist es offensichtlich, dass ich das Ego-Denksystem wirklich mache. And tell, ask the Holy Spirit to the second part of your question. Ask the Holy Spirit. Und in Bezug auf den zweiten Teil deiner Frage, bitte den Heiligen Geist. Please, I want to get closer to you. I don't want to be afraid of that love. Please let me experience that love. Und bitte den Heiligen Geist, ich möchte nicht mehr länger Angst haben vor dem Tod. Ich möchte deine Liebe erfahren. Lass mich bitte deine Liebe erfahren. But this is a thing, when we make prayers for the good things. Aber das ist so eine Sache, wenn wir um die guten Dinge beten. We actually get a forgiveness opportunity. Dann bekommen wir tatsächlich eine Vergebungsgelegenheit. Because if we ask for love, it means that we are not with love already. Weil wenn wir um Liebe bitten, bedeutet das implizit, dass wir nicht jetzt schon in der Liebe sind. So we get something to forgive usually, and then we experience that love. Und deshalb ist meistens die Folge, dass wir etwas zu vergeben bekommen. Und dann erfahren wir diese Liebe. It's the same thing with guidance. Das ist genau das Gleiche mit der Führung. If we have a problem with something, wenn wir ein Problem mit irgendetwas haben, we ask the Holy Spirit or Jesus to help us. Dann bitten wir den Heiligen Geist oder Jesus, uns zu helfen. And of course we want the help in the world, not in the mind. Und natürlich wollen wir die Hilfe in der Welt und nicht im Geist. But then when that happens, don't be surprised if something happens that upsets you. Und nach so einer Bitte wundere dich nicht, wenn irgendetwas passiert, das dich aufregt. We won't see the connection. Wir werden die Verbindung nicht sehen. But it is that if it's like Jesus says, okay, you want to get closer to love and the answer? Okay, just forgive a little bit more, because behind that there is the answer. Und es ist so, als sagt Jesus zu uns, du möchtest näher an die Liebe kommen? Hier ist was zum Vergeben, dann kommst du näher an die Liebe. Once again, seek not for love, but seek for the obstacles of love. Und um es zu wiederholen, suche nicht nach der Liebe, suche nach den Hindernissen vor der Liebe. The ego stands in the way of love. Das Ego steht der Liebe im Weg. So we have to expose the ego first. Und deshalb müssen wir das Ego zuerst offensichtlich machen. And remember, Thorsten, you are love because you showed me a lot of love in Germany. Und erinnere dich daran, Thorsten, du bist Liebe, weil du hast mir eine Menge Liebe in Deutschland gezeigt. And I'm very, very grateful for that. If you did it to me, you can do it to yourself. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn du es mir geben konntest, dann kannst du es auch dir selber geben. We might have time for a last question, I think. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Okay, let me see if there's anything I can say to close it. Und ich schaue gerade, was ich noch sagen kann, um den Abschluss zu abzurunden. Yeah, I mean, like, I think that I assume that most people know about A Course in Miracles and forgiveness. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute hier etwas vom Kurs in Wundern und über Vergebung wissen. But what I see is usually there's two things that we
need help with. Und aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, für die wir meistens Hilfe brauchen. That is like once we know the course. Sobald wir den Kurs kennen. One is to be kind and gentle with ourselves. Das eine ist, sanft und freundlich mit uns selbst zu sein. And I always say, you can't do the course if you can't be gentle. Und ich sage immer, du kannst den Kurs nicht machen, wenn du nicht sanft sein kannst. It's just impossible. It needs you to be gentle to practice it. Das ist einfach unmöglich. Es ist nötig, sanft zu sein, um den Kurs zu praktizieren. And the other thing is level confusion. Und die andere Sache ist die Verwechslung der Ebenen. We get stuck up in things of the world. Wir verfangen uns in den Dingen der Welt. You know, my book is called The Eternal Within. Und mein Buch wird das ewige Innen oder das ewige Innere sein. Der Titel ist noch nicht ganz klar übersetzt. But the subline to the book Aber der Untertitel des Buches is translating A Course in Miracles to your everyday life. und das bedeutet, den Kurs in Wundern in dein tägliches Leben übersetzen. That's the key word, translating. Das ist das Schlüsselwort, übersetzen. If we don't translate the course from the world to the mind, it will be hard to practice it. Wenn wir nicht den Kurs von der Ebene der Welt in die Ebene des Geistes übersetzen, wird es hart, den Kurs zu praktizieren. Jesus is in the mind, he is not in the world. Jesus ist im Geist, er ist nicht in der Welt. Timelessness is in the mind, it's not in the world. Zeitlosigkeit ist im Geist, nicht in der Welt. So, just the first, like, take everything to the mind, everything you read about the course, every struggle you have, it can only work when you take it to the mind. Du alles, bring alles auf die Ebene des Geistes. Alles, was du liest, alles, jedes Problem. Es kann nur auf der Ebene des Geistes gelöst werden. Because the world is a distraction. Weil die Welt eine Ablenkung ist. It's a distraction to hide the mind. Es ist eine Ablenkung, um den Geist zu verstecken. It was made to flee the mind. Die Welt wurde gemacht, um aus dem Geist zu fliehen. It said that in the mind God can get us. Es wurde uns gesagt, im Geist ist Gott hinter uns her und kann uns kriegen. We are so horrible that we have to flee the mind and jump and hide in a body. Und wir sind so schrecklich, dass wir aus dem Geist flüchten müssen und in einen Körper uns verstecken. So we have to work with the world only to the degree to recognize it's a smokescreen for the ego thought system. Und wir müssen mit der Welt nur in dem Ausmaß arbeiten, wie wir erkennen, es ist eine Nebelwand, um das Ego-Denksystem zu verstecken. There aren't myriads and myriads of thousands of problems, you know. Es gibt keine Myriaden und Tausende von Problemen. There is only one problem. Es gibt einfach nur ein Problem. We don't see the ego thought system. Wir sehen nicht das Ego-Denksystem. And you could say, and when we see it, we make it real, we judge ourselves. Und wenn wir es sehen, dann machen wir es wirklich und verurteilen uns selbst. So that's what the A Course in Miracles does. It's a spirituality that never stays in the body. Und das ist der Kurs in Wundern. Es ist eine Spiritualität, die niemals im Körper bleibt. There's not one single yoga position in the workbook. Es gibt keine einzige Yoga-Position im Übungsbuch. There's not one recipe, there's not one eat this or don't eat that. Es gibt kein einziges Rezept, keine einzige Empfehlung, iss dies oder iss das. You know. But like see it for yourself. If anything I'm saying is new, look in the course and try to think of this while you're reading it, and you will see that it's always there. Und wenn irgendwas von dem, was ich sage, neu für dich ist,
Lies im Kurs und du wirst rausfinden, dass alles, was ich sage, dort drin steht. But it speaks to many different levels. Aber der Kurs spricht auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. You know, on some parts it says, you know, the Holy Spirit will tell you what to say and what to do. An manchen Stellen sagt der Kurs, der Heilige Geist wird dir sagen, was du sagen und was du tun sollst. And in other places it says the Holy Spirit won't even tell you anything, like it doesn't work that way. Und auf, in anderen Stellen wird gesagt, der Heilige Geist wird dir überhaupt nichts sagen. Das funktioniert nicht auf diese Art und Weise. The need for these different levels, Die Notwendigkeit für diese verschiedenen Level, it's there to counter to have a counter argument for the ego. Das ist dazu da, um Gegenargumente für das Ego zu haben. So if I believe that there is death, wenn ich zum Beispiel glaube, dass der Tod, dass es den Tod gibt, the Holy Spirit says there is no death. Dann sagt der Heilige Geist, es gibt keinen Tod. But on a higher level, the death concept is meaningless because there is no I that can even die. Aber auf einer höheren Ebene ist das Konzept von Tod völlig bedeutungslos, weil es gibt überhaupt kein Ich, das sterben könnte. But depending on our fear, we jump different levels and we need to hear different things. Aber je nachdem, wo wir auf unserer Reise sind, befinden wir uns auf verschiedenen Ebenen und müssen verschiedene Dinge hören. Sometimes it's very loving to say something on the level of the world and body. Manchmal ist es sehr, sehr liebevoll, etwas auf der Ebene der Welt und des Körpers zu sagen. Because that's only what we're ready for. Weil das vielleicht das Einzige ist, wo wir für bereit sind. And we should not, you know, lessen that, the importance of that. Und wir sollten die Wichtigkeit von so etwas nicht kleinreden. But at the height of the of our maturity, aber wenn wir in der geistigen Reife weiterkommen, we have to take everything to the mind. Müssen wir alles zum Geist nehmen. And remember, you can jump in between these levels in seconds. Und du kannst auf zwischen diesen Ebenen in Sekunden hin und her springen. It's not like that you always stay at one level. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit auf einer Ebene bleibst. All right, so we have been talking for an hour now. It's been a great honor and privilege to be with all of you. So, wir haben jetzt für eine Stunde geredet und es war eine große Ehre und ein Privileg, mit euch allen zusammen zu sein. Thank you so much, then. Goodbye.